Ich habe in der Vergangenheit einige Videos gesehen, hier auf YouTube von meinen Kolleginnen und Kollegen. Da ging es ums Pikieren von Tomaten und keine Kritik daran. Funktioniert alles. Nur ich habe gesehen, das ging alles sehr vorsichtig und so. Und dann habe ich das bei Marcel gesehen, wie das hier in einem Betrieb läuft und die Pflanzen am Ende ja super dastehen. Deshalb ein ganz kurzes Video, wie pikiert der Profi, und los geht's. So Marcel, jetzt haben wir hier einmal Paprika. Genau, so, die sind jetzt noch nicht so groß wie die anderen Pflanzen, dann machen wir das etwas anders. Das ist ja eigentlich das klassische Pikieren. Wir nehmen die einfach auseinander, vereinzeln die ganzen. Natürlich nicht so brutal, wie du das eben angekündigt hast, aber ja, so, man braucht nicht übertreiben mit der Vorsicht. Na komm, die Leute gehen da mit der Pinzette dran. Ja, das ist natürlich etwas übertrieben. So, jetzt habe ich die Pflanzen alle vereinzelt. Und jetzt wird das Loch gemacht und rein. Und das war's eigentlich schon. Und weiter. Hoppla, die Erde ist ein bisschen trocken. Also ich glaube, das, was am zeitaufwendigsten ist, ist wirklich die Töpfe mit Erde vorher aufzufüllen. Genau, genau. Also das sieht normal etwas anders aus. Das ist jetzt für die Kamera hier, dass wir die so hingestellt haben. Normal steht der Topf an Topf. Da muss ich nicht den Topf extra nochmal anfassen, sondern er wird einfach an Ort und Stelle gefüllt, Loch gemacht und rein. Das war es eigentlich schon. Okay Marcel, jetzt zeig uns das Ganze für Tomaten nochmal. Du sagst aber jetzt, du pikierst die jetzt nicht, du topfst die. Was ist denn da der Unterschied? Ja, das Problem ist halt, die sind einfach schon zu groß. Ne? Also wenn ich die jetzt pikieren wollte, dann habe ich die, ja, kriege ich die einfach nicht tiefer in den Boden rein. Das heißt also, wir vereinzeln genauso wie die anderen auch. Ein bisschen aufpassen, dann schon manchmal. Wenn die zu eng stehen, dann wird es ein bisschen schwieriger. Ich habe schon mal gesehen, dass viele die Wurzeln unten ein bisschen abschneiden oder sowas, um das Wurzelwachstum zu erhöhen. Machst du nicht, ne? Wenn ich eine einzelne Pfahlwurzel habe, dann knipsen wir die schon mal ab. Aber in dem Fall ist sie ja alles schon verzweigt, das ist kein Problem. So, der Unterschied ist jetzt einfach, weil die tief rein müssen, da würde ich mir ja hier einen Wolf drehen mit dem Teil. Also machen wir das ganz anders. Wir halten einfach die Pflanze da rein und füllen dann die Erde drumherum auf. So, und dann habe ich aus so einer langen, viel zu langen Pflanze eine gemacht, die tief genug im Boden drin ist und wieder ganz normale Startbedingungen hat. Schon haben wir den Unterschied zwischen Pikieren und Topfen gelernt. Genau. Pikieren ist wirklich eine total einfache Sache. Man muss nicht mit Samthandschuhen an die Pflanzen gehen. Die können einiges ab und das schadet denen auch nicht, denn sonst würde Marcel das ja nicht machen und sein wertvolles, das Saatgut, die Arbeit und die Zeit dadurch riskieren und hinterher die Ernte, denn davon lebst du ja. Tja, und wie immer, fandet ihr dieses Video hilfreich? Hat es euch gefallen? Gebt ihm einen Daumen nach oben, schreibt was in die Kommentare, empfehlt gerne diesen Kanal weiter, besucht Marcels Instagram-Profil oder meins und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.